Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um meine Top Notification Center Widgets für iOS 8 und OS X Yosemite, die beide diese Widgets neu unterstützen. Aber fangen wir als erstes mal mit den besten iOS 8 Widgets an. Auf Platz 4 ist Pedometer++. Mit Pedometer++ bzw. Schrittzähler++ könnt ihr, wie der Name schon verrät, eure Schritte verfolgen. Zusätzlich werden dann noch, neben den Schritten, auch noch die Anzahl der gelaufenen Kilometer sowie die Anzahl der Etagen angezeigt. Das klingt jetzt vielleicht nicht besonders hilfreich, ist aber trotzdem sehr interessant zu wissen. Auf Platz Nummer 3 ist Dataman. Dataman nutze ich schon sehr lange und jetzt ist es auch endlich im Notification Center verfügbar. Mit Dataman überwacht ihr ganz leicht, wie viel eures mobilen Datenvolumens schon verbraucht ist und das wird dann zum Beispiel in Gigabyte bzw. in MB und in Prozent angegeben. Die beste Funktion ist allerdings, dass berechnet wird, ob euer Datenvolumen überhaupt ausreichen wird. Dieser kleine Helfer kostet euch 1,79 € im App Store. Auf Platz Nummer 2 sind gleich zwei Widgets, und zwar Widgets und Widgets. Widgets, oder wie auch immer diese App ausgesprochen wird, ist nicht nur ein Widget. Es ist eine Sammlung von einigen hilfreichen Tools wie Taschenrechner, Währungsrechner, Bilderrahmen, Zeitzonen und Kalender. Für 89 Cent bekommt ihr zudem noch eine detaillierte Batterieanzeige, eine Speicheranzeige und die Netzwerkaktivität. Widget ist auch eine App, die mehrere Widgets beinhaltet, allerdings mit etwas mehr bzw. anderen Tools und Einstellungsmöglichkeiten. Hier könnt ihr direkt Wetter, Akku, Uhrzeit, eine Stoppuhr, einen Kompass sowie eine Geschwindigkeitsanzeige im Notification Center sehen. Aber auch Netzwerkaktivität oder freier Speicher und Arbeitsspeicher sind möglich. Sollte euch ein Widget fehlen, habt ihr sogar die Möglichkeit, eines beim Entwickler anzufragen und über andere abzustimmen. So kann die Vielfalt der Anpassungsmöglichkeiten und Funktionen ständig erweitert werden. Beide Apps stehen gratis im App Store zum Download bereit. Platz Nummer 1, News Republic. Auf dem ersten Platz ist ohne Zweifel die News-App News Republic, die auch Betreiber von Epigeek sind. News Republic ist eine riesige Sammlung an News aus Blog-Einträgen von allen möglichen Themen. Seit kurzem ist es auch möglich, die Neuigkeiten direkt im Notification Center angezeigt zu bekommen, wie ich hier zum Beispiel mit den Apple News. Wer also immer auf dem aktuellen Stand bleiben will, ist bei News Republic genau richtig. Und was kostet euch das? Zum Glück keinen einzigen Cent. Jetzt geht's aber weiter mit den besten Widgets für Yosemite. Auf Platz 4 ist Countdowns. Countdowns ist genau das, was man bei diesem Namen erwartet. Ein Countdown. Ihr setzt einfach einen Titel und ein Datum und gegebenenfalls eine Uhrzeit fest und schon bekommt man in Tagen, Stunden und Minuten angegeben, wann es soweit ist. In der kostenlosen Testversion könnt ihr allerdings nur 3 Ereignisse mit bis zu 30 Tagen Entfernung angeben. Die Vollversion ist für 89 Cent erhältlich. Platz Nummer 3, Battery Diag und Memory Diag. Battery Diag informiert euch zu allem, was euren Akku betrifft. Egal ob Restlaufzeit, Kapazität, Ladezyklen, Gesundheit oder Temperatur der Batterie. Die passende Ergänzung liefert da Memory Diag, das Informationen zum Arbeitsspeicher und dessen Auslastung enthält. Beide Apps sind aktuell kostenlos erhältlich. Erstaunlicherweise hat auch Apple ein Widget vorinstalliert, das aber nur OS X und nicht iOS unterstützt. Die Rede ist vom Sozialwidget. Damit lässt sich über die im Mac eingerichteten Accounts wie Nachrichten, Facebook oder Twitter schnell und einfach posten. Ich hoffe nur, dass das auch bald auf iOS nachgerüstet wird. Herunterladen müsst ihr dieses Widget selbstverständlich nicht, da es ja schon vorinstalliert ist. Und auf Platz Nummer 1 Monity bzw. iStat Mini. Monity ist ein Widget, das euch alle wichtigen Informationen über euer System kompakt auflistet. Systembelastung, Speichernutzung, Netzwerkaktivität, Batteriestatus und Festplattenkapazität. Alles in einem Widget. Wer es allerdings nicht so detailliert, sondern eher simpler mag, sollte lieber zu iStat Mini greifen. Beide Apps kosten im Übrigen 1,79 €. Ich habe nun euer Interesse an diesen Widgets geweckt? Dann werft doch einfach mal einen Blick in die Videobeschreibung, wo ihr alle Links und weitere Informationen zu diesen Apps findet. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, welche Widgets ihr auf eurem iPhone oder Mac sonst noch so nutzt. Was ebenfalls euer Interesse wecken wird, ist eine individuelle Holzhülle für dein iPhone. Klicke jetzt hier, um zu diesem Video zu gelangen. Ein Daumen nach oben wäre natürlich auch klasse. Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Apple Stuff Tutorials.